Lasst uns anstoßen auf unser Herbstfest. Auf eine friedliche und stimmungsvolle Wiesen, auf 16 Tage Gaudi und gute Erlebnisse. Denn auf dem Herbstfest, da sind wir daheim. Ich wünsche euch allen eine friedvolle Wiesen, wenn es geht, bei schönem Sommerwetter. Und ich wünsche den Wirten und den Schaustellern einen entsprechenden Erfolg und uns alle eine wunderschöne Wiesn 2014. Und damit darf ich diese Wiesn 2014 für eröffnet erklären. Viel Vergnügen, fröhliche Wiesn, Unfallfeier, 16 Tage. Dankeschön. Die fünfte Jahreszeit in Rosenheim ist offiziell eröffnet. Doch bevor es ans Ausschenken ging, waren erstmal der Landrat und die Oberbürgermeisterin beim Anzapfen gefragt. Gabriele Bauer schaffte es, wie im vergangenen Jahr auch schon, mit gerade einmal 2 Schlägen. Doch was ist ihr Geheimnis? Also ich kann es Ihnen nicht sagen, einfach draufschlagen. Und wie schmeckt sie, die Masse im Auerbräu? Also es schmeckt hervorragend. Ich darf es auch gleich an Sie und die charmante junge Dame neben Ihnen weitergeben. Es ist ein süffiges Bier wie jedes Jahr. Landrat Berthaler brauchte da schon ein paar Schläge mehr als die Oberbürgermeisterin. Nein, da kann man nicht üben, weil wenn man 18 Jahre Bürgermeister ist, dann muss man das kennen. Das gehört in Bayern so dazu. Musikkapellen dirigieren, Bier und zapfen, das ist Tradition. Und mit Bürgermeister mit 18-jähriger Amtszeit kann man das, glaube ich. Und worauf freut er sich bei der Wiesn 2014 besonders? Man hat halt das Jahr gesehen, dass es eine Wiesn ist, die alle Menschen verbindet, Stadt wie Land. Es war wunderschön, in dem Festzug mitzufahren. Wenn man mal sieht, wie begeistert, dass die Leute waren, wie schön festtäglich da so gezogen waren. Also es freut sich jeder auf die Wiesn. Ich würde der Wiesn wünschen, dass es eine friedliche Wiesn ist und dass schönes Wetter ist, dass die Leute Freude haben. Sie auch entsprechende Wiesnbesuche machen können, wie gesagt, wo sie die Freude mitbringen und wo es halt auch gaudi und zünftig ist.